Wenn das so ist, möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Gut. Was? Wie soll ich denn das schaffen? Nee. Super, also man muss von hier aus hier dran. Dann hier dran. Dann hier dran. So. Hier dran. Hier dran. Hier dran. Dann komme ich aber wieder zurück. Oder etwa nicht? Ach, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ich muss da oben hoch. So. Ich kann höchstens... Komme ich da hinten dran oder komme ich... Ach so, ich hätte da... Ja. Ich hab's gesehen, ich hätte da... Ja. Dahin gemusst. So. Jetzt muss ich nach hier. Oder nach da. So. Zack. Na. Hoch. E. So. Nach hier und ab nach oben. Und weiter ab nach oben. Und zur Seite. Wow, das war knapp. Aber egal. Und... Weiter nach oben. Komm. Kann ich denn hier hoch? Ne, dann muss ich mich fallen lassen. Fallen lassen und einfach so hochkommen. Ja. Gut, gut, gut. Weiter geht's. Es ist eigentlich... Ich finde schon, das ist so eine Art Portal. Für mich ist das so. Ach, das ist der Stein. Okay. Lara, hast du etwas für das Feuer gefunden? Lara, was? Nein, zurück! Großer Gott! Was ist das? Da ist etwas im Licht. Bleib hier.
Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht böse gemeint. Tu ihr bitte nichts. Was ist passiert, Mutter? Wer ist da? Oh Gott! Was? Mutter! Okay. So ist also ihre Mutter gestorben. Das erinnert mich irgendwie an den ersten Tomb Raider Film. Lara Croft! Ich hatte gehofft, Sie kennenzulernen. Ganz ruhig. Wir wollen nur reden. Ach, wie geil. Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil. Amanda sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. Oh, shit. Natürlich. Wie hätte es aber auch sonst kommen sollen? Ich bin scheiße. Zwischensequenz überspringen. Immerhin gibt es die Möglichkeit hier in diesem Spiel. Ich bin so scheiße. Eigentlich müsste ich so einen Todescounter irgendwie haben. So, Zwischensequenz. Nein. Zwischensequenz überspringen. Zack. So. Zack. Hoch. So. So. Kann ich irgendwie das Gewehr wechseln? Kann ich das irgendwie wechseln? Gut. So macht man das. Das ist also mein Steuerkreuz. Es gibt mehrere. Du hattest recht, Vater. Wie war das? Keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch was zu erledigen. Das heißt, wir leben noch. Das klingt doch richtig gut. Wie man's nimmt, ne? War das jetzt... Ja, sie haben einige Objekte freigeschalten. Werfen Sie im Extras-Menü einen Blick auf folgende Belohnungen. Zwischensequenzen und Objektmodelle. Weiter. Sie haben ein Zeitspiel freigeschaltet. Werden Sie Hauptmenü, aktivieren Sie den Schwierigkeitsgrad. Zeitspiel, um den Modus zu starten. Zeitspiel gemeistert. Nein, benötigte Zeit 49 Minuten.
Goldschätze nicht gefunden, Silberschätze nichts gefunden, Bronzeschätze 6 von 10. Naja. Komm, wir machen einfach mal weiter. Die Villa ist ja auch bekannt. Du hast von den Rutlands gehört, oder? Tja, das war der jüngste Sohn des US-Senators James Rutland. West Point-Absolvent. Viel mehr hat er nicht gemacht. Zeig mir das Filmmaterial. Willkommen, Lady Croft. Muss Ihr Handgepäck geleert oder gefüllt werden? Winston, sehen Sie sich das an. Es ist fast identisch, nur anders aufgebaut. Identisch? Womit? Mit etwas, das ich mal in Nepal gesehen habe. Weit entfernt von irgendwelchen Inkas. Ah, und Sie glauben, es ist ein Fragment des Schwertes. Was für ein Schwert? Eher von einem weiteren Schwert. Sip, finde möglichst viel über diesen Rutland heraus. Ich will wissen, wo er sich im Moment aufhält. In Peru? Er hat Paraíso erwähnt. Er hat angedeutet, es gebe dort Informationen über die Artefakte. Er sagte, du warst in Paraíso. Was ist dort passiert? Und wer ist Amanda? Alles da? Sieh dir die Bilder an und finde einen Zusammenhang. Sip? Ruf Anaya an. Sag ihr, wir treffen uns Samstagmorgen in Paraíso. Scheinbar hat die Lyra was zu verheimlichen. Oh, welches Outfit hat die an? Das ist immer die Frage. Sie scheinen sich zurzeit über Besucher nicht gerade zu freuen. Wer ist denn hier bis an die Zähne bewaffnet? Ich bin eben immer gern gut vorbereitet. Was von Anaya gehört? Sie hat gesagt, sie erwartet dich an der Statue am Marktplatz. Da sind wir wenigstens ungestört. Ja. Komm, ich möchte Fußball spielen. Wuhu. Einmal nachladen und dann gehen wir weiter. So. Zack, wechseln. Perfekt. Hallo, Lara. Ist dir aufgefallen, dass die Straßen eben noch nicht leer waren? Und ich habe mich so bemüht, nicht aufzufallen. Ich hoffe, die fürchten sich vor mir und nicht vor etwas anderem. Hier ist nichts. Nur ein Haufen Tonscherben, übersät mit den Leichen alter Freunde. Wenn ich geahnt hätte, wohin das führt, hätte ich dir nie von Bolivien erzählt. Und doch bist du hier. La Paz ist nicht so weit weg. Die Vergangenheit auch nicht. Lara, geh! Ich komm nach! Gut, ein bisschen was schießen. Sip, ruf Anaya an. Sag dir, wir treffen uns, wenn ich hier fehlen bin. Nicht gut, gar nicht gut. Nicht schon wieder, Leute. So, wechseln. Auf das Sturmgewehr.